Wie bekommst du davon mit, was auf der Welt abgeht? Wahrscheinlich mit dem Teil, oder? Du sollst aber wissen, dass das nicht der einzige Weg ist zur Informationsbeschaffung. Die Menschen in Deutschland nutzen viele verschiedene Medien. Dies war auch mal anders. Mein Name ist Emil und ich werde euch dieses Thema heute näher bringen. Insgesamt gibt es vier Mediengattungen, die jeder von uns kennt. Zeitung, Radio, TV und Internet. Auch wenn wir vielleicht nicht alle nutzen, sollten wir wissen, woher diese kommen. Die erste Tageszeitung der Welt kam im Jahre 1650 in Leipzig heraus. Sie ist somit eine der ältesten Mediengattungen der Menschheit. Die drei größten überregionalen Zeitungen in Deutschland sind die Bild, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine. Das Radio dient nicht nur zum Musik hören oder um Verkehrsmeldungen mitzubekommen, es ist ebenso ein Medium zur Verbreitung von Informationen und ist außerdem das älteste elektronische Medium, um ein breites Publikum zu erreichen. Insgesamt haben wir ca. 450 Radiosender. Davon sind NRW, Bayern 1 und WDR 2 die Reichweite stärksten Programme. Dazu muss noch erwähnt werden, dass die ersten zwei Programmpakete von verschiedenen regionalen Programmen sind. Das heißt, sie werden als Paket für die jeweilige Werbung angeboten. Die durchschnittliche tägliche Radiohördauer beträgt ca. 180 Minuten bei denjenigen, die sich Radiohörer nennen können. Ganz wichtig, damit ist nicht jeder Mensch in Deutschland gemeint. Im TV laufen nicht nur Blockbuster oder Familien im Brennpunkt. Für viele Menschen ist das Medium der Hauptzugang zu Informationen und zu den neuesten News. Bei uns begann es im Jahre 1935 mit dem Fernsehsender Paul Nipkow. Damals natürlich noch in Schwarz-Weiß und nicht wie heute in 4K-Auflösung. Insgesamt haben wir über 140 Fernsehsender. Diese sind aber hauptsächlich gewinnorientiert und damit Wirtschaftsunternehmen. Den Markt teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender, das erste, ZDF und die regionalen dritten Programme und die seit 1984 existierenden Privatsender. Die 19- bis 29-Jährigen von uns schauen im Durchschnitt ca. 82 Minuten fern am Tag. Die ältere Bevölkerung über 50 Jahren schauen ca. 320 Minuten fern am Tag. Die Senioren schauen also fast viermal so lange auf die Flimmerkiste. Die Jugendlichen sind alle gefühlt 24/7 online und kennen die Zeitung nur noch von den Eltern am Frühstückstisch. Das Radio, wenn Spotify mal nicht geht, und den Fernseher, wenn das Internet mal kaputt ist. Der Startschuss des World Wide Webs war im Jahre 1991. Jeder, der die benötigten Geräte hatte, hatte weltweit Zugriff. Dazu muss man sagen, dass es von dem, was wir heute kennen, noch meilenweit entfernt war. Es war eher eine Art erster Schritt zu dem, wo wir heute sind. Heutzutage beziehen wir unsere Informationen hauptsächlich aus dem Internet. Dabei benutzen wir eigentlich nur noch die digitale Form von den schon vorher angesprochenen Medien. Radio, Zeitung und Fernsehen läuft heutzutage größtenteils im Internet. Heute benutzen rund 63 Millionen der Deutschen das Internet. Das sind 77% der Bevölkerung. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es fast sogar 100%. Von den Senioren nutzen ca. 90% das Internet. Man muss aber sagen, dass es ab 70 einen krassen Fall gibt, da nur 55% der Ü70-Einwohner das Internet nutzen. Nicht das Internet hat sich den traditionellen Mediengattungen angepasst, sondern diese haben das Potenzial des Internets erkannt und haben sich selber angepasst oder mussten es gezwungenermaßen. Das Hauptmedium unserer Eltern, also das Fernsehen, ist als Quelle zur Nachrichtenaufnahme in den letzten 7 Jahren um 10% gesunken, die Online-Medien um 2% gestiegen. Am schlimmsten ergeht es jedoch den Printmedien. Diese werden von 30% weniger Menschen als Hauptmedium für Nachrichten genutzt. Anfang dieses Jahrzehnts war der Laptop noch das meistgenutzte Gerät zur Nachrichtenbeschaffung. Jetzt hat das Smartphone den Laptop abgelöst. 56% der Menschen nutzen ihr Handy, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Vorher waren es nur 22. Den Laptop nutzten vorher 71%, heute nur noch 55%. Es gibt auch eine Minderheit der Menschen, die Tablets bevorzugen. Diese sind im Gesamtüberblick
Zwar wenig, jedoch gibt es eine erstaunliche Steigerung. Auch wenn die Jugendlichen immer mehr das Internet nutzen, ist das Fernsehen insgesamt das meistgenutzte Medium unserer Bevölkerung. Dies kann daran liegen, dass die Kiste immer nebenbei läuft oder daran, dass unsere älteren Mitmenschen nach einem langen Arbeitstag lieber auf dem Sofa liegen und sich das anschauen, was ihnen gezeigt wird. Dennoch ist es bei dem jüngeren Teil der Bevölkerung deutlich anders. Laut des Hans-Bredow-Instituts nutzen ca. 50% der 18- bis 34-Jährigen eher Online-Medien, um an ihre neuesten News zu kommen. Also kann man daran sehen, dass das Fernsehen noch mit den Online-Medien mithalten kann. Da alte Menschen eher als jüngere Menschen sterben, kann man sich schon denken, dass dies in ein paar Jahren anders aussehen wird. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, das Internet wird in der Zukunft das einflussreichste Medium, was es jemals gab. So, das war's mit dem heutigen Video von mir. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und etwas mitnehmen. Lass uns doch gerne in den Kommentaren wissen, welche Medien du am häufigsten nutzt und ob du überhaupt noch die Zeitung liest. Ansonsten war's das von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.